wir sind nicht runtergefallen. Ich habe mich hier direkt von den Lianen da ins Bett gebeamt. Normalerweise kriegt man Schaden, wenn man irgendwo runterfällt ins Bett. Der sogenannte Cedric Elsius-Effekt ist das. So. Ja, die Frage ist halt, machen wir das bis hierhin? Ich glaube schon, weil wir hier ja dann so eine Art Eingang haben in unser Baumhaus. Ja, wer das noch nicht gemerkt hat, es wird ein Baumhaus. Ne, jeder muss ja in seinem Leben mal einen Leuchtturm bauen. Da kannst du ja Let's Plays gucken, wie du willst. Da haben wir hier unser alexandrischen Leuchtturm aus Alexandria nachgebaut. Und jeder muss auch ein Baumhaus haben. Also die Porkys hatten einen. Hatte Gronkh auch ein Baumhaus? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah, jetzt verschwinden die Blätter da, das ist gut. So, das ist schon mal schön. Dann könnte man also hier weiterbauen. Den nehmen wir noch mal weg. Dann da, wenn wir dann hinkommen. Ja. Wo mache ich dann die Etagen hin? Gute Frage. Also wir haben dann hier unseren Weg geradeaus hin. Man könnte natürlich auch sagen, ja, wir gehen hier in die mittlere Bahn oder machen wir hier unten. Dass wir hier was hinbauen. Ja. Auch hier können wir das offen lassen. Ich weiß noch nicht, wie wir die Räumchen machen. Wir müssen also einen Schlafraum machen. Wir müssen eine Küche reinbauen. Wir bauen. Wir brauchen auch gar keine Treppen. Wenn wir hier. Hier haben wir jetzt die Treppen schon gebaut, aber nehmen wir mal an, ich würde jetzt da oben hin wollen. Da kann ich doch eigentlich alles auch mit ja, wir haben hier. Kann ich eigentlich auch alles mit den Lianen machen, oder? Also das müssen wir auf jeden Fall noch abreißen hier, nicht wahr? Und das hier noch. Denn diesen Baum brauchen wir jetzt nicht mehr, diesen künstlichen. Ey, das ist ja toll mit dieser Hacke. Mit dieser Axt, meine ich. Wow, huch. Das ist ja echt toll. Hier ist auch noch was. Achso, das war der eine, den wir da oben hatten, genau. Da schwebt noch was in der Luft. Gucke ich mir das erstmal von hier an. Ob man da noch jeweils einen runter geht, könnte man machen. Ja. Da wir jetzt schon 1,52 haben, würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich werde noch mal hier das machen, was ich gerade eben gesagt habe, dass ich also hier noch jeweils einen dranhänge. Und hier, hey, nee, da unten bitte, so, und hier auch das gleiche dahin und da unten bitte, so.
sollte dann ein bisschen hübscher aussehen. Auch ein schönes Motiv, so über die Ecke da. Mit dem Leuchtturm, mit dem Aussichtsturm. Wo ist unser Bett? Unten nehmen wir den mal wieder mit. Ist denn jetzt was gewachsen? Nein. Nehmen wir dich mal wieder mit. Sieht man das eigentlich vom Aussichtsturm? Jetzt will ich mal auf den Aussichtsturm rauf. Wir haben ja noch Zeit, oder? Ja, wir haben noch Zeit für den Aussichtsturm. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten zum Aussichtsturm? Übers Lager. Vielleicht, ne? Versuchen wir es mal. Oder hier rum. Wo ist hier der Ausgang? Hier. Wo ist der Aussichtsturm? Da, da müssen wir noch mal ein bisschen Weg vor uns. Also, anschnallen. Finden die Leute eigentlich, die Schafe, meine ich, finden die Schafe eigentlich Gras unter dem Schnee? So, wir müssen ab und zu uns mal hier so einen Überblick verschaffen. Mache ich selten genug. Also. Sehen wir hier unser Baumhaus. Ja, da unten erahnt man es. Okay, was haben wir sonst noch so neu gebaut gehabt? Den Vulkan. Ja, da muss man echt noch was machen hier. Also ich sag mal die Mauer um das Doppelte erhöhen. Ja. Hier müssen wir einen weiteren Ausgang machen, weil unser Ausgang, den wir sonst immer so nehmen, da ins Tal rein, der wird vielleicht vom Vulkan verschüttet. Also müssen wir hier durch den Berg durchgraben, um dann da so einen Ausgang zu haben. Hier ist unsere neue Eisenbahnbrücke. So, was haben wir hier? Eisenbahn, die würde dann da so hoch gehen. Da ist noch weit und breit nichts. Ja, das wollte man eigentlich mal mit diesem großen Loch da machen. Da haben wir natürlich auch keine Stadtmauer drumherum. Die Stadtmauer ist jetzt nur um den Berg. Stefan sagt ja, man sollte die Stadtmauer vielleicht bis hin zum Urlaubsressort, aber pff, ne, man kann es auch übertreiben. So, dann gehen wir ins Bettchen. Ach, genau, das müssen wir auch noch mal machen hier. Da sollen ja unsere Klos hin. So, wo sind wir jetzt gelandet? Ach hier, das ist Cedric Elias. Da haben wir so einen kleinen Nebenweg gebaut.
der sozusagen hier unten durchgeht. Ja. Ja, es gibt viele Gänge. Wenn ihr euch das also runterladet hier. Ich hoffe, dass das auch immer funktioniert. Weiß man ja nie so genau, aber. Und es wird dunkel. Wir haben jetzt 2 Stunden rum, fast genau 1:59. Das ist super. Und dann gehen wir jetzt ins Bettchen. Nehmen wir die Treppe. Wir haben gar keine Treppe. Wir müssen die Leiter nehmen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Kann ich hier das Baumhaus, müsste ich ja von hier auch sehen können. Dann, ja, da ist also die Treppe. Das sieht jetzt doch noch ein bisschen hübscher aus als vorhin. Also ich finde das so, wenn man das gerade baut, ein bisschen schöner, weil diese Geländer über Eck, das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Okay, macht's gut, tschüss und bye-bye. Irgendwann müssen wir mal auf die Jagd nach Knochen gehen, nicht? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Something's gonna bring the